der neue Weinsberg Pepper. Aber nicht nur irgendeiner, sondern der Pepper Suite, ja, der 640 MEG auf Mercedes-Benz, ja, auf dem Sprinter. Ja, praktisch die Weltneuheit hier auf der Händlermesse in Stuttgart. Ich schaue gerade mal nach. Also der Wagen ist jetzt zugelassen auf 3,5 Tonnen. Er ist 6,98 Meter lang, also 698 cm. Wir haben eine Außenbreite von 230 cm, eine Innenbreite von 212 cm und hoch ist der Wagen 286. Und was das Besondere ist, ja, das zeigen wir euch gleich drin, und zwar hat der Wagen ein Hubbett. Heißt, man kann nicht nur mit 4 Personen fahren, sondern tatsächlich auch mit 4 Personen schlafen. Und was cool ist, der Wagen hat eine Stehhöhe unter dem Hubbett von 1,90 Meter. Bevor wir jetzt gleich in den Wagen schauen, schauen wir mal hier rein, und zwar in die Heckgarage. Wie immer doppelt verriegelt mit Einhandbedienung. Und was uns auch auffällt, wenn ich die Tür mal schließe, wir haben jetzt hier eine durchgehende Verblendung. Also auch vorne an der Aufbautür, das schauen wir uns später nochmal an, haben wir durchgehend diese Aluminiumblende. Ja. Diese Blende war beim Fiat oder ist beim Fiat Pepper nicht dran. Ja, und bei den Peppern bzw. bei den Knaus-Modellen, die so eine durchgehende Blende haben, ist die nicht so hoch, sondern meistens immer so ein Tick niedriger. Finde ich sehr schön, sehr hübsch. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache, wie gesagt, doppelt verriegelt. Wir haben auf beiden Seiten die Garagentüre, also links und rechts. Heißt, ich kann von beiden Seiten B und entladen. Wir haben auch überall Zuschienen, also ich kann ordentlich was festmachen. Garage ist natürlich auch beleuchtet auf beiden Seiten, beheizt, isoliert ist er auch. Wir haben eine Steckdose drin zum Laden der E-Bikes. Und wenn du mal hier reinschaust, Zeppi, ähnlich wie beim Vensation, bei unserem Projektfahrzeug, haben wir hier Platz für AdBlue-Kanister oder Kabeltrommeln. Hier ist auch ein Fach, da kann man praktisch durchladen. Und jetzt schauen wir nochmal auf die andere Seite und zeigen das Batteriefach. Da ist es, das Batteriefach. Kann man einmal die Blende abmachen, den Deckel aufmachen. Und dann haben wir hier die Aufbaubatterie. Normal beim Fiat Pepper ja immer unter Fahrersitz, beziehungsweise die zweite unterm Beifahrer. Hier haben wir Platz für eine zweite oder sogar dritte Batterie. Meine Empfehlung, die raus, ein Lithium-Akku rein. Hier passt ein schöner 150 Ampere-Akku rein. Dann habt ihr nochmal richtig Dampf. Und die Batterie, die Lithium-Batterie ist sogar leichter. Ja? Also so eine Batterie wiegt ja im Schnitt so 24 Kilo, knapp. Ja? Ein Lithium-Akku mit 150 Ampere nur 18. Daher auf jeden Fall auf Lithium gehen, ist leichter. Habt ihr doppelt bzw. fast dreifache Leistung und seht auf eurem Handy genau, was abgeht. Ja? Weil hier, wenn die 50% entladen ist, muss man ja praktisch schon wieder am Strom. Sonst haben wir hier noch eine schöne Ablage. Hier kann man, wie gesagt, durchladen, ja, ins Wohnmobil rein. Das ist, ist praktisch die Stufe vom Bett. Und sonst, wie gesagt, wenn ihr viel am Campingplatz steht, ja, und nicht so viel autark unterwegs seid, dann tut es die natürlich auf jeden Fall auch, die normale. Ich bin halt einer, ich bin viel unterwegs, meistens nicht auf dem Campingplatz. Und da lohnt sich natürlich der Aufpreis. Aufpreispflichtig, wie immer, ist hier oben auch das Rahmenfenster bzw. das Fenster hinten links. Also normal ist hier gar kein Fenster drin. Daher immer dran denken, dass ihr das Fenster hinten links mitbestellt. Und wie gesagt, Rahmenfenster sind Außenplan und flächenbündig, heißt besser isoliert, einbruchssicherer und sieht auch schöner aus. Und was ich auch cool finde, ist, man hat hier diese stufenlose Verdunklung. Ja, wenn man das nicht mitbestellt, die Rahmenfenster, dann stehen die A auf, heißt, man hat mehr Windgeräusche, ist nicht so gut isoliert und auch eben nicht so einbruchssicher. Und man muss immer erst den Fliegenschutz und dann die Verdunklung runterziehen. Ist hier einfach nochmal besser gemacht. Und sonst auch von den Aufklebern hat Weinsberg auch nochmal eins draufgelegt. Also hier beim Mercedes Pepper auf jeden Fall nochmal besser. Seid uns nicht böse, wir machen erst Garage, dann Heckwand und dann gehen wir irgendwie mal weiter. Hier sind überall Leute. Daher sind wir jetzt einfach mal dankbar, dass wir überhaupt ein Video machen können und dürfen. Wie gesagt, wenn der Wagen bei uns in Marktindersdorf steht, gibt es nochmal eine ausführliche Dokumentation, nenne ich es jetzt einfach mal. Hier die Heckwand, ist praktisch gleich wie bei jedem Pepper, auch bei dem auf Fiat. Wir haben die Heckschürze, wir haben Heck-LED-Leuchten drin, also man wird auch gut gesehen, was ja auch wichtig ist, gerade wenn man viel mit so einem Wagen unterwegs ist. Der Wagen hat serienmäßig ein GFK-Dach, ist entsprechend hagelsicher, der ist auch wintertauglich, winterfest, alle Tanks sind isoliert und beheizbar. Wir haben eine Rückfahrkamera am Start, wie bei jedem Pepper. Und an der Heckwand jetzt hier noch den Stern. Ja? Also sternt euch was. Bevor wir reingehen oder die Servicebox anschauen, ich kann es euch nur nicht genau sagen, ist wie gesagt ein bisschen stressig hier, schauen wir uns mal den Gaskasten an, weil das ist wirklich eine Besonderheit hier beim neuen Pepper. Was meine ich? Wir haben jetzt beide Flaschen nebeneinander. Ja? Also es haben vorher schon 2 Elfer reingepasst. Nur das Problem war, dass die hintereinander gestellt waren und jetzt sind sie eben nebeneinander. Heißt, wenn die linke leer ist, nehme ich die linke raus, tausche sie aus. Bei dem Fiat Pepper geht das nicht. Da kann ich zwar den Auszug bestellen, aber auch beim Auszug muss ich die vordere Flasche erst drunter nehmen, dass ich an die hintere rankomme. Heißt, das hier ist auf jeden Fall ein Mehrwert, macht doppelten Sinn, ja, für 2 Flaschen. Und was auch richtig viel Sinn macht und was ich empfehlen würde mitzubestellen, ist die Dual Control. Hat der jetzt nicht, heißt, der hat jetzt hier eine ganz normale Einflaschenanlage. Heißt, ich kann nur eine Flasche anschließen, wenn die leer ist, muss ich umstecken. Meine Empfehlung, immer Dual Control, heißt, man kann 2 Flaschen anschließen, wenn eine leer ist, schaltet das System automatisch um. Und was auch richtig gut ist, ihr könnt das Gas dann während der Fahrt auflassen. Habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Wohnmobil im Winter auch gerne, ja, wenn ich unterwegs bin, läuft die Heizung oder im Sommer für den Kühlschrank, auch sehr wichtig. Daher auf jeden Fall dran denken, so Sachen wie Dual Control mitzubestellen, Rahmenfenster
das Fenster hinten links und vieles mehr. Und vieles mehr finden wir auch hier, und zwar in der Servicebox. Machen wir einmal auf. Ja, haben wir alles unter Dach und Fach. Ist jetzt nichts Weltneues, sage ich mal, hier beim Pepper. Ist ja praktisch beim Pepper eingeführt worden. Wir zeigen es trotzdem. Wir haben hier den Wassertank. Den kann man hier auffüllen, heißt mit Schlauch oder Gießkanne einfach befüllen. Hier kann ich den Tankdeckel öffnen zum Reinigen vom Tank oder zum Tauschen der Wasserpumpe. Hier kann ich meinen Wasserfilter einsetzen, dass ich wirklich Trinkwasserqualität habe. Und sonst geht es auch hier zum Entleeren vom Tank. Also hier habe ich die Öffnung. Da kann ich meinen Frischwassertank ablassen, meinen Abwassertank ablassen, meine Schläuche, also meine Ventile entlüften. Und hier kann ich meinen Strom anschließen. Und, ja, habe ich fast vergessen, beziehungsweise nicht gesehen, hier hinten den Frostwächter, den kann ich hier einmal schließen. Ja, also da mache ich den Boiler von der Heizung praktisch zu. Der öffnet sich automatisch ab 3 Grad, wenn die Heizung nicht an ist. Dann geht der auf und dann entleert sich das Wasser aus dem Boiler, damit der nicht einfrieren kann. Und diese ganzen technischen Geschichten, die habe ich eben hier alle unter einem Fach. Heißt, ich muss nicht an 3 Fächer oder 3 Klappen und kann irgendwie 3 Sachen vergessen, sondern hier mache ich eine Klappe auf und habe alles an einem Platz. Und das Schöne ist, auch wenn das Fach zu ist, dann ist es halt eine saubere, eine cleane Geschichte. Ich habe es euch ja vorhin gezeigt, wir haben hier die durchgehende Verblendung. Hier unten sind auch gleich die Ablasshähne, Frischwasser, Abwasser. Hier sieht man auch die Isolierhaube. Also wie gesagt, hatte ich ja angesprochen, alle Tanks sind isoliert und beheizbar, sprich wintertauglich, winterfest etc. Was auch cool ist, die Heizung sitzt in der Mitte vom Fahrzeug, heißt, wir haben eine gleichmäßige Wärmeverteilung nach vorne und hinten. Ja? Und wir haben keine Vibration oder Geräusche unterm Bett, weil viele andere Hersteller haben die Heizung gern unterm Bett. Dann ist es hinten warm, vorne kalt und in der Nacht brummt es richtig. Wo es nicht brummt, ja, ist hier bei der Hinterachse. Was ich jetzt hier dazu sagen möchte, ist, die Hinterachse ist sehr gut. Und wir haben auch, glaube ich, das muss ich jetzt nochmal nachschauen, einen etwas anderen Radstand. Heißt, die Hinterachse ist ein Ticken weiter hinten angeordnet als beim Fiat. Was bringt uns das? Das bringt uns noch mehr Laufruhe. Also ich bin den kleinen Bruder, also den neuen Pepper auf Mercedes ohne Hupe, also den Carrera Compact ohne Suite, den bin ich schon gefahren. Ja, auch tatsächlich 300, 400 Kilometer schon. Daher kann ich einfach so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen. Und ich finde diesen Wagen sensationell. Er wackelt überhaupt nicht. Also er liegt wirklich wie ein Sportwagen, wie ein Brett. Der fährt sich richtig stabil. Und das Besondere ist beim Pepper auf Mercedes, ihr habt serienmäßig, und das muss man mal dazu sagen, ihr habt serienmäßig Ganzjahresreifen mit M&S und Schneeflockensymbol. Heißt, ihr könnt nach Österreich, Italien, Schweiz, ihr könnt überall hinfahren. Und müsst nicht, wenn ihr euch so ein Auto kauft, nochmal Winterreifen kaufen oder den Aufpreis für Ganzjahresreifen zahlen. Das ist hier alles mit dabei. Ja, und starten tut ja der normale Pepper preislich ab 72.999 und der hier ab 74.999. Also für 75.000 Euro bekomme ich hier einen Pepper, ein Wohnmobil auf Mercedes-Benz mit allem drin und dran. Drin und dran ist natürlich nicht nur der Mercedes, nicht nur der Sprinter. Wir haben hier am Start 150 PS. Also ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen, Mercedes ist am Start, großer Motor. Also es gibt noch einen größeren, aber 150 PS sind dabei. Die Alufelgen, die Ganzjahresreifen, Radio, Navi, Rückfahrkamera, Markise, ja, dieses Fenster in der Hutze oben, Seppi, das ist dabei. Die vollautomatische Sattanlage, Fernseher, Smart TV. Also das Ding ist wirklich pickepacke voll. Und wir bei Sunmobilcast, wir packen ja, wie ich es immer gern sage, nochmal einen oben drauf. Heißt, bei uns ist dann wahrscheinlich, ja, steht noch nicht 100% fest, die Dachklima dabei, Truma Duo Control und die Trittstufe. Ich würde sagen, dazu gleich mehr. Was noch ganz cool ist und was wirklich eine Neuheit ist, ist die Hutze hier vorne. Heißt, das ist aus LFI. LFI heißt Long Fiber Injection. Heißt, das ist eine neue Fertigungstechnik. Die bringt uns einfach noch mehr Stabilität, Langlebigkeit und spart uns Gewicht, ja, weil GFK, wie es viele andere machen, ist halt sehr schwer. Dann schauen wir jetzt endlich mal rein. Der Seppi hat es mir gerade schon ins Ohr geflüstert. Die Premium-Tür ist am Start. Ich zeige es euch einmal. Wir haben hier die Weinsberg-Ledertasche. Wir haben den Regenschirmhalter. Wir haben das wunderschöne Fenster. Ja. Wir haben doppelte Metallverschlüsse. Also die ist richtig sicher, auch die Tür. Und ich zeige es euch mal, die schließt super soft. Heißt, ihr habt auch wirklich Freunde am Campingplatz, weil bei den meisten Wohnmobilen, wenn man die Tür zumacht, ist ja die ganze Nachbarschaft wach. So, diese Tür ist nicht standardmäßig. Standardmäßig ist die Tür ohne Fenster und standardmäßig hat der Wagen auch keinen Tritt dabei und auch keine Trittstufe. Heißt, meine Empfehlung, achtet auf so Sachen wie Trittstufe und Premium-Tür. Klar, man kommt auch ohne Premium-Tür an, man kommt auch ohne Trittstufe rein. Sieht aber nicht nur schön aus, sondern bietet auch wirklich einiges an Komfort. Selbstverständlich wie immer am Start die Fliegenschutztüre und, was uns hier auch auffällt, ein breiter Eingang ins Fahrzeug. So, jetzt setze ich mich einfach mal wie beim anderen Wagen hin. Und dann schauen wir uns jetzt einfach mal hier vorne alles an. Also wie gesagt, Mercedes Sprinter, serienmäßig logischerweise hier beim Mercedes-Benz Pepper oder beim Pepper auf Mercedes.
Serienmäßig, wie gesagt, 150 PS und Schaltgetriebe. Ihr bekommt den Wagen aber auch mit dem großen Motor, sprich 180 PS und Automatik. Das hier ist jetzt das Standardradio, das ist beim Pepper immer mit dabei, sprich Radio, Navi, Rückfahrkamera, Camping, Navigation 9 Zoll. Der hat auch Apple und Android CarPlay. Aber, und das ist jetzt ein großes Aber für mich, weil mir persönlich das sehr wichtig ist, ja, ich persönlich würde euch das MBUX, also das Multimedia-System von Mercedes empfehlen. Das gibt es auch in einem tollen Paket, dazu komme ich gleich. Nur das Gerät ist ein bisschen doof positioniert. Also finde ich, weil ich bin mit dem, wie gesagt, ein paar Meter schon gefahren und das Gerät ist sehr weit in der Mitte, ist auch nicht wirklich hoch, sondern eher weit unten montiert. Heißt, wenn ich da drauf schaue und ich muss mich irgendwie orientieren auf der Navigation, dann gucke ich auf jeden Fall nicht auf die Straße, sondern eher Richtung Boden. Daher meine Empfehlung, auf jeden Fall das Mercedes-Navigationssystem dazu bestellen, was ja in der Preisklasse auch Sinn macht. Ja? Gut, sonst, wie gesagt, werde ich sagen, machen wir hier nochmal ein separates Video zu diesen ganzen Features, wenn wir dann mal einen Wagen mit diesen ganzen MBUX und Abstandstempomat-Geschichten auf dem Hof stehen haben. Daher schauen wir jetzt einmal weiter. Wir haben jetzt hier die neue Sitzgruppe, Seppi. Das kannst du vielleicht mal zeigen. Die Sitzgruppe ist hier so leicht schräg eingebaut. Das bringt uns einfach nochmal mehr Raumgefühl hier vorne. Der Wagen ist, wie gesagt, ein Ticken breiter als ein normaler Pepper auf 4. Der ist 2,30 breit. Und man sieht es jetzt hier, ich weiß nicht, ob es komplett oben ist. Ich kontrolliere es mal gerade. Ja, war nicht ganz oben. Wir haben hier 1,90 Stehhöhe. Also ich habe jetzt meine Schuhe an, bin normal so 1,87, daher haben wir jetzt die 1,90 Stehhöhe. Heißt, auch große Menschen können hier noch ohne Probleme drunter durchgehen. Und man darf hier eins nicht vergessen, der Wagen ist unter 2,90 Meter Gesamthöhe. Ja? Wir haben die Welle, heißt auch so Sachen wie Sattanlage, Dachklimaanlage, die verschwinden alle dahinter. Heißt, ihr habt ein sehr kompaktes, sportliches, dynamisches, junges, modernes Fahrzeug. Seppi, ich zeige einmal kurz den Tisch. Ich mache hier mal gerade die Deko so ein bisschen auf die Seite. So, sieht auch noch schön aus. Und zwar kann man den natürlich verbreitern. Man hat hier die Ausdrehfunktion. Ja, ihr seht, ihr habt auch einen sehr breiten Tisch. Es ist alles CPL beschichtet, also kratzfest, also sehr langlebig. Wir haben hier auch noch die Erweiterungsplatte. Man kommt hier auch noch durch, man kommt auch hier noch durch. Klar, wenn das Bett unten ist, das zeige ich euch gleich, dann kommt hier keiner mehr so richtig durch. Dann muss man wirklich kriechen. Aber es ist ja auch die Frage, wie oft ist jemand dabei? Viele wollen ja eine Lösung, um mal die Enkel, um mal einen Bekannten mitzunehmen. Und dafür ist es eine saubere Geschichte. Küche haben wir hier am Start, ja, Vollauszug, alles kugelgelagert, Besteckeinlage ist dabei, selbstverriegelnde Klappen auch, ja, also ihr habt hier wirklich viel Platz, das ist eine richtig schöne Geschichte. Hier unten nochmal ein Fach, um eben schwerere Sachen reinzumachen. Hier sind auch nochmal Entlüftungsventile. Das ist übrigens auch was, was Knaus und Weinsberg auszeichnet, dass hier im Winter keine Frostschäden entstehen. Ihr macht einfach die Ventile auf. Das System ist komplett entlüftet, sauber und dann kann nichts kaputt gehen. Ich würde sagen, wir schauen hier weiter mit der Küche. Ja, drei Flammenkocher. Ja. Piezo-Zündung natürlich, also die Automatikzündung, ja, kriegt man alles schön unter. Ich persönlich bin jetzt nicht der Meisterkoch, ich gehe lieber gerne gut essen, upala, oder Grill, ja, hier mit der Paprika zum Beispiel. Sonst haben wir hier unser Edelstahl-Waschbecken, die Spüle. Ich fasse das immer gern an, also es sind sehr hochwertige Armaturen. Man hat hier jetzt auch so ein bisschen Ablage, also riesig ist es nicht, dafür hast du hier nochmal das. Aber ich persönlich würde, wenn dann eh hier kurz schnibbeln oder hier am Tisch, der ist ja riesig und dann kann ich danach auch hier an die Pfanne. Sonst, wie gesagt, Fliegenschutz, Verdunklung, das ist Standard, haben wir rundum an jedem Fenster. Was vielleicht für viele interessant ist, und das muss ich leider dazu sagen, habe ich bei dem anderen Video gerade vergessen, fällt mir ein oder fällt mir auf, ist hier dieses Truma iNet X. Heißt, ihr habt jetzt ein Bedienpanel, wo ihr alles steuern könnt. Ihr könnt hier die Heizung, das warme Wasser steuern, also Heizung einstellen, warmes Wasser einstellen. Ihr seht, wie voll sind die Ressourcen, also Batterie, Frisch- und Abwassertank. Aber auch dazu machen wir mal ein separates Video, wo wir das in Ruhe erklären. Das ist, wie gesagt, bei jedem Pepper, auch beim Fiat Pepper, ab Modell 2022 serienmäßig mit dabei und bringt euch halt einfach nochmal in die digitalere Welt, weil ihr alles an einem Bedienpanel habt und nicht drei verschiedene bedienen müsst. Bevor wir euch jetzt gleich das Hupe zeigen, machen wir hier noch kurz fertig. Ja, wir haben hier noch ein schönes Küchenfach, was auch wichtig ist hier, dass das alles richtig stabil ist. Das ist Vollkorpusbauweise. Wir haben hier richtig dicke Scharniere. Also das ist wirklich Qualität. Also das ist jetzt nicht nur Mercedes drunter, weil viele sagen ja, der Weinsberg, der ist ja eins unterm Knaus. Mittlerweile sind die schon auf Augenhöhe fast. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mal vergleicht, fand ich ganz interessant, Vensation Wave, Pepper. Pepper ist fast ein Ticken teurer. Also schaut euch die Autos genau an. Ja, wir haben hier den Kühlschrank, einen Slim Tower, 145 Liter, ein Absorber. Heißt, der geht mit 12 Volt während der Fahrt, wenn er vorgekühlt ist, mit 230 Volt Landstrom oder mit Gas. Daher während der Fahrt am besten, wie gesagt, mit Gas. Bestellt euch unbedingt das Truma Dual Control, also diese Gasflaschenumschaltanlage, damit das Gas auch wirklich aufbleiben darf während der Fahrt. Wir haben hier den Hebel zur Entsicherung vom Hubbett, den entsichere ich. Ja, das Schöne ist, es fällt nichts runter, ist alles gesichert und das kann ich das hier ganz entspannt runterfahren. Zack. Und unten ist es.
Man sieht es hier, das haben sie sich cool überlegt, man kann den Fernseher nutzen, wenn das Bett oben ist und wenn das Bett unten ist. Man sieht hier, man hat diese Ausfräsungen an der Seite, man hat einen schönen Stauraum, man hat Steckdosen oben und eben auch eine Beleuchtung hier seitlich. Auch hier nochmal USB 230 Volt, also für Handy, Ladegerät, Ablagen, Steckdosen, alles da. Und das ist eben auch nochmal besser, pass auf, ich schau mal, ich fahre das Bett gerade nochmal ein paar Zentimeter hoch. Man kann es, schau mal Seppi, in jeder Position eingestellt lassen. Heißt, wenn jetzt hier die Enkel, die kleineren Menschen, sag ich mal, liegen, dann kann man das Bett vielleicht sogar noch einen Ticken höher fahren und jeder hat genug Platz, oben sowie unten. Draußen drängeln schon wieder die Leute, deswegen haben wir heute ein bisschen Stress. Seid mir nicht böse, auch wenn ich mal wieder ein bisschen zu schnell rede. Heckbetten im Pepper, genauso wie Pepper Suite, 2 Meter lang, also 200 Zentimeter Länge, 80, 82 breit. Wir haben hier die Schwalbennester, also die Stauraumfächer, auch hier mit diesen Netzen, finde ich sehr cool für ja, Klamotten oder was auch immer, kann nichts rausfliegen. Im Eck haben wir 230 Volt und USB-Steckdosen. Überall nochmal einzelne Lampen, eine schöne Ablage, eine schöne Verblendung, auch hier nochmal Lichtschalter, ja, und Links- und Rechtsfenster, ist aber wie gesagt nicht Standard. Dieses Fenster, hinten rechts praktisch ist Standard und hinten links von hinten gesehen immer, ist optional. Also das auf jeden Fall bitte nicht vergessen mitzubestellen. Was auch cool ist, das zeigen wir jetzt hier nochmal, ist hier die Bettverbreiterung. Die ist serienmäßig, die kann ich hier einfach zu mir ziehen, zack. Ja, die kann ich hier vorne dann auch nochmal sichern. Das sparen wir uns jetzt gerade mal. Und dann könnt ihr hier noch den Matratzenkeil reinmachen. Wir können gerade mal gucken, ob er irgendwo versteckt ist. Ja, da ist er. Dann sehen wir das einmal schön, zack. Und dann hat man hier eine Liegewiese, also ein riesiges Bett. Und das ist halt auch nochmal ein Merkmal jetzt vom neuen Pepper auf Mercedes, dass die Betten, wie gesagt, größer geworden sind. Warum, wieso, weshalb? A, der alte Pepper war nur 6,74, 6,75 lang. Der hier ist ja 6,98, also knappe 7 Meter. Und der alte Pepper war innen knappe 2 Meter breit. Der hier ist 2,12 breit. Warum? Der Wagen ist außen breiter, 2,30. Dadurch mehr Raumgefühl, mehr Schlafgefühl, ja. Besser. Ich habe schon mal was vorbereitet, Seppi, und zwar hier im Bad. Der Wagen ist, wie gesagt, noch unter 7 Meter. Wieso, weshalb, warum? Wir haben hier ein verschiebbares Waschbecken. Ja? Das hat der Weinsberg schon immer gehabt. Und das ist eben auch der Grund, warum wir immer unter ja, 7 Meter Länge sind, weil wir uns da einfach viel Platz sparen. Wir haben hier die Toilette, die kann ich auch, pass auf, die kann ich auch so nochmal verschieben, verdrehen. Klar, die Füße kommen immer in die Richtung, hat eigentlich jeder genug Platz. Sonst, wenn ich duschen möchte, schiebe ich es rüber, drücke einmal auf den Spiegel, kann das öffnen, zack, und habe hier nochmal Stauraum. Falls jemand mal Lichtschalter im Pepper sucht, der ist immer unterm Spiegel. Ja, habe ich nämlich auch schon mal öfters gesucht. Und sonst kann ich hier einfach zumachen, zack, das gleiche hier auch nochmal, zack. Ja, und dann kann ich das hier öffnen und praktisch ganz entspannt duschen. Was mir auch aufgefallen ist, schon öfters, auch beim alten Pepper, wir haben ja hier diesen geilen Edelstahlgriff. Also er fühlt sich nicht nur haptisch sehr gut an, sondern wir haben hier auch ein Magnet drin. Heißt, wenn ich die Tür zumache, zack, dann schließt die auch automatisch. Und es gibt ja den ein oder anderen Foreneintrag oder auch den ein oder anderen YouTuber, der seine Meinung teilt, was ja auch völlig okay ist. Aber ganz ehrlich, ich habe mir den ein oder anderen Bericht durchgelesen, das ein oder andere Video angeschaut und kann da dem ein oder anderen auch nicht zustimmen. Daher bildet euch bitte immer eure eigene Meinung, ja, und kommt am besten zu uns, vereinbart einen Termin, schaut euch die Sachen an, fasst sie an, legt euch rein, probiert es aus, weil am Ende ja, muss man sich einfach selber überzeugen. Wir haben es jetzt hier drin gleich geschafft, draußen die Schlange, die wird immer größer, keine Sorge, wir geben euch gleich noch ein paar Details und Infos zu den Paketen. Was ich euch noch zeigen wollte, ist hier vorne, wir haben natürlich die Remis-Verdunkelung, ja, das war ja eine Sache, die bei MAN lange nicht möglich war. Ja, ich weiß, wir sind ja auch bei Mercedes, da ist das ein oder andere mehr möglich. Was mir trotzdem aufgefallen ist, wenn ich fahre oder ja, dann stört mich das hier manchmal, weil ich als Fahrer oder Beifahrer meine Hand ja gern mal da drauf lege. Daher der Tipp, holt die Armlehne runter, ist genauso komfortabel und macht, wie gesagt, am Ende doppelten Sinn, weil ihr habt ein schönes Gefühl und abends eine ordentliche Verdunkelung. Und jetzt schauen wir noch mal raus und geben euch das Update. So, am Anfang haben wir euch ja schon ein paar Daten genannt. Höhe, Breite, Länge, Preis haben wir auch schon angesprochen. Da, wie gesagt, auf jeden Fall dranbleiben, weil bei uns bei Sunmobilcast kommt auf jeden Fall ein Sondermodell. Wir sind ja dafür bekannt, dass wir einiges reinpacken. Und reinpacken würde ich persönlich auf jeden Fall das Pepper-Paket. Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Und zwar 150 PS hat er ja serienmäßig, bei uns höchstwahrscheinlich dann am Ende 180 und Automatik. Was im Pepper-Paket dabei ist, ist der aktive Abstandsassistent, ja, die elektronische Parkbremse, das MBUX Multimedia-System mit 10 Zoll Display, das Original Pioneer, das jetzt von Knaus oder von Weinsberg aus eben serienmäßig verbaut ist, hat 9 Zoll, ist auch gut, auch nicht gerade klein, aber wie gesagt nicht wirklich in Fahrerrichtung oder Fahrerrichtung angepasst. Daher auf jeden Fall MBUX nehmen.
Ja, dann haben wir die 3-Jahre-Karten-Update fürs Navi mit dabei, was ja auch sinnvoll ist, weil Mercedes-Update ist immer ein bisschen teurer. Ja, Verkehrszeichenassistent ist dabei. Ja, und das ganze Paket kriegt ihr irgendwo für 3.300 Euro, spart euch 600 Euro, macht auf jeden Fall Sinn. Und es wollen ihn halt einige haben, daher auf jeden Fall dranbleiben und nicht zu lange warten, weil sonst gibt es keine oder die Lieferzeiten, ja, steigen immer weiter. Ich würde sagen, das war es jetzt schon fast für das Video. Hier drüben steht der kleine Bruder, der normale Pepper, den haben wir in einem anderen Video bereits vorgestellt. Das verlinken wir euch jetzt hier am Ende gleich nochmal. Ja, das war er, wie gesagt, der Pepper Suite. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, direkt mal LKA. Also liken, kommentieren, abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Das war jetzt der Schnelldurchlauf hier auf der Händlermesse. Wir sind froh, dass wir ihn überhaupt sehen und auch filmen dürfen. Daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte ein Abo dalassen. Damit zeigt uns auch irgendwo eine Anerkennung für das, was wir hier machen, weil wir investieren wirklich sehr, sehr viel Zeit und Mühe. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auf jeden Fall wiederkommt und wir dann eine ausführliche und etwas ruhigere, entspanntere Vorstellung präsentieren dürfen.